Wie lang sind die Diagonalen eines Quadrats, dessen Flächeninhalt 49 Quadratzentimeter beträgt? Wenn der Flächeninhalt eines Quadrats 49 Quadratzentimeter beträgt, dann muss die Seitenlänge des Quadrats 7 cm betragen, die Quadratwurzel von 49. Was wir suchen, ist die Länge von solch einer Quadratdiagonale. Diese Diagonale ist aber gleichzeitig die Hypotenuse von diesem rechtwinkligen Dreieck. Also können wir in diesem Dreieck den Satz des Pythagoras anwenden, woraus wir schließen, dass d im Quadrat dasselbe sein muss wie 7 im Quadrat plus 7 im Quadrat. Also ist d die Quadratwurzel von dieser Summe. Wir geben dem Taschenrechner diese Rechnung ein, also Quadratwurzel von 7 im Quadrat plus 7 im Quadrat, Enter. Der Taschenrechner findet 7 mal Quadratwurzel von 2 und das beträgt ungefähr 9,89949 und ein paar gequetschte. Lösung, die wir hierhin übertragen. Also ist diese Quadratdiagonale ungefähr 9,8995 cm lang. Vergessen wir nicht, diese Länge in der richtigen Einheit auszudrücken. Und diese Aufgabe ist schon beendet.